Hier sind deine Taschentücher. Danke. Danke nochmal. Ich musste einfach mit jemandem drüber reden. Ach, ist doch klar. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Lieb von dir. Und sonst habe ich auch noch Lara und Mark. Okay, Lara zumindest. Schon eher. Und du bist dir sicher, dass ich ihn nicht noch eben anrufen soll? Vielleicht könnt ihr euch ja aussprechen, wenn ich dabei bin. Nee, ich versuche ihn gleich nur noch von zu Hause aus zu erreichen und dann kläre ich das mit ihm. Okay, ich bin nicht da kurz davor. Okay. Julian? Was machst du denn hier? Ich hab Philipp geküsst. Hä? Was? Mann, ich hab Philipp geküsst! Sarah? Sarah! Sarah, warte, ich wollte doch nicht! Sarah! Sarah, bleib stehen! Sarah, oh Mann, die Zündung sieht echt anders aus. Julian, warte! Sarah muss schon echt dramatisch genug geben. Jetzt komm, lass uns erstmal reingehen. Sicher? Aber doch nicht so ein Scheiß. Komm jetzt. Okay. Und dann habe ich ihn plötzlich einfach geküsst. Okay. Und was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Sind wir überhaupt noch Freunde? Hallo? Ich habe dir eben schon gesagt, dass du nicht so ein Scheiß labern sollst. Natürlich sind wir noch Freunde. Danke, Mann. Jetzt weiß ich echt nicht, was ich sagen soll. Aber ich bin froh, dass du mein bester Freund bist. Jetzt übertreib doch nicht gleich. Nee, im Ernst. Du meiner doch auch. Aber was ist jetzt mit Sarah und Philipp? Wenn ich das wüsste. Eigentlich weiß ich seit ein paar Wochen gar nichts mehr. Aber ich glaube, dass ich schwul bin. Ich empfinde einfach nichts für Sarah oder irgendwelche anderen Mädchen. Das ist mir in letzter Zeit klar geworden. Krass. Ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Weiß es sonst noch jemand? Nein, nur du. Obwohl, naja, Sarah und Philipp können sich jetzt ja denken. Und Sarah wird bestimmt mit Lara reden und die kann sicher ihre Klappe vom Markt nicht halten. Oh, ich weiß. Mann, mir wird das gerade echt alles zu viel. Aber was soll ich machen? Ich habe echt Angst, euch zu verlieren. Ach, mach dir mal keinen Kopf. Die anderen werden sicher auch damit klarkommen. Und auf jeden Fall werde ich ihnen sagen, dass sie es nicht weiter tratschen sollen. Und du denkst, die werden dicht halten? Gerade Marc. Ich denke schon. Und was Marc angeht, der kann jetzt beweisen, ob er ein Arsch oder unser Freund ist. Na toll. Ich will einfach nicht, dass es gleich jeder weiß. Ich weiß es ja selbst noch nicht wirklich. Ich hoffe nur, dass Sarah nicht auf irgendwelche Racheideen kommt. Nein, so ist Sarah nicht. Aber apropos Sarah, warum war sie eigentlich hier? Ihr ist aufgefallen, dass du dich verändert hast und sie wollte mit mir darüber reden. Ich bin also heute schon zum zweiten Mal Seelenklempner. Du Arsch. Aber ich habe sie wohl wirklich ziemlich verletzt. Das wollte ich nicht. Ach, das wird schon.